Willkommen zurück zu den Atari 2600 Spielen mit der Mietz. Jo! Und mir, dem vollgefressenen Vito. Und einer hoffentlich auch etwas vollgefressenen Mietz. Ja. Und heute machen wir weiter mit Activision Spielen. Ja, die Firma gab es aber schon. Das ist die älteste noch im Genre in der Industrie befindliche Bude, die nicht von EA aufgesaugt und wieder zugemacht wurde. Genau, also wie ihr seht, das sind nur noch 20. Deutlich weniger als vor, als die Atari-Spiele. Aber angeblich auch mit mehr Qualität. Schauen wir doch mal. Hoffen wir zumindest. Beam Rider, was haben wir denn da? The Restricted Shield, 99 Sektoren, umgeben die Erde. Du bist ein Strahlreiter auf der Mission, dieses Schild zu säubern. Demolish. Zerstöre. Vom Demolition Man. Die Aliens und hüpfe von Strahl zu Strahl. Aha. Reiner Singleplayer, ein Joystick. Das Übliche. B ist einfacher als A. Auch daran haben wir uns gewöhnt. Euer frei, Miss Meets. Ja? Da kam ein richtiger Vorspann. Ah ja. Gerade von 2017. Start. Hallo? Hallo? Select, Start, Feuer, hoch, runter, links, rechts, nicht. Schwierigkeit 1, Schwierigkeit 2. Ach, jetzt. Jetzt, ja. Ganz ohne Sound. Jetzt neu, ohne Ton. Naja, angesichts der Soundmöglichkeiten dieses Geräts, vielleicht keine so schlechte Entscheidung. Ja, gut. Ist jetzt nur mäßig besser als die bisherigen Atari-Sachen. Aber nervt schon mal nicht. Was schon mal ein Fortschritt ist. Ja. Nur unwesentlich besser als Call of Duty Black Ops 3. Ich würde mal interessieren, ob bei Activision überhaupt noch jemand aus der Zeit arbeitet. Ach. Wahrscheinlich nicht. Ach, wo denken Sie hin? Weil wenn die damals 20 waren, 18, 20, müssen die eigentlich noch ein Business sein. Mit der Ende 50? Da geht noch was. Oh, ein großes Schiff. Naja, wir sind hier bei Qualitätstiteln. Nee, eigentlich hat sich Activision so als Lore am Rande, und wenn es sowieso keinen Sound gibt, nur gegründet, weil sie auch den Programmierer mal etwas Respekt zollen wollten, die das entwickelt haben. Ach, damals, als Electronic Arts auch noch dafür stand, kreativ zu sein. Electronic Arts! Nee, das war sogar noch vorher. Weil bei Atari, wie wir gesehen haben, stand nie im Wesentlichen der Programmierer mit drin. Außer beim Easter Egg in Adventure 1, dem ersten Easter Egg überhaupt. Und Activision hat halt die Programmierer mit reingeschrieben. Und auch mal einen Vorspann gemacht, wie wir merken. Okay, wir sollen jetzt hier einen Helikopter spielen, um Karawanen von LKWs vor feindlichen Luftschiffen zu bewahren. Mhm. Na dann? Bla bla bla. Linker Joystick, Instruktionen. Drücke Start, um das Spiel zu starten. Ha, schön, dass die Truck-Konvois freundlich gesinnt sind, wenn wir sie beschützen sollen. Das ist immer hilfreich, wenn nicht auch noch von unten auf dich geschossen wird. Wir haben einen 5-Meilen-Scanner. Feindliche Hubschrauber bringen 100 Punkte, wenn du sie vom Himmel holst. Und das ist wahrscheinlich... Und ein Jet 200 Punkte. Hui. Einer der ersten Side-Scroller?
Oder nee, ich glaube, der Genre wurde erst später möglich, Und aber alle 10.000 C64. Punkte gibt es ein extra Leben. Aha. Und da ist ja was vor, wa? Wenn Jet nur schon 200 bringt. 500 Jets. Aha. Das war das Leben. Ah, man kann also auch so wie nach rechts als auch nach links fliegen. Aha. Side-Scroller. So viel dazu. So viel dazu. Erst nicht mit Adam Sandler würde ich mir aufgrund dieser Orgie fast nochmal Pixels angucken oder geben wollen. Cosmic Commuter. Der kosmische Pendler. Skillfully pilot your Astro Bus as you pick up passengers, dodge or shoot obstacles and try to avoid running out of fuel. Sowas wie Lone Star, der Astrobus. Genau, I love Uranus. So. William Herschel, du hast dem Planeten keinen Gefallen getan. Ah, wir landen also ein Raketenmodul. Aha. Besagt ein Astrobus oder was? Was ist denn ein Commuter? Ein Pendler. Ah. Das sind die Leute, die einfach früh mit dem Bus auf Arbeit fahren. When there appears at the surface bus stop. Genau. Da Wir muss spielen er. ja also Bob, Tim Busfahrer, ja? Genau. Space-Busfahrer allerdings. So viel Zeit müsste sein. Sobald einer auftaucht, hinfliegen, landen, einpacken. Irgendwo hinbringen. Hä? Aber ich sag jetzt schon mal immer noch besser als der Flixbus-Simulator. Hä, wieso kann ich denn hier nicht sanft landen? Keine Ahnung. Nochmal. Irgendein Geheimnis mit einem Passagier? Ja, und jetzt soll ich da stehen. Games. Ja, das ist ja eine Aufgabe für EA. Ich meine ja jetzt schon Publisher, also nicht unbedingt selber Programmierer. Also ich hätte mehr Punkte irgendwie als Ja, gut, okay. So viel dazu. Der Weltraumpendler hat jetzt auch nicht die mitreißendste Hintergrundgeschichte, die man sich so vorstellen kann. Crackpots. Crackpot. Erinnert mich, mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon.
Crackpot ist die Mischung aus Crack und Pot. As the gardener's name, Potsy dropped flower pots from the creepy crawly creatures emerging from the sewer who are trying to invade your apartment building through open windows. Ah, Plants vs. Zombies. Die Urversion quasi. Ah, schön. Ist doch immer wieder schön, wenn man merkt, woher die Franchises kommen. Bugs come in waves. Die kommen also in Wellen. Okay, hier sind es auch Käfer und keine von Zombies. Blauen, roten, grünen und schwarzen. Es Käfer. Gibt zwei verschiedene Käfer in pro Welle. Bla bla bla. Die werden immer schneller. 6 Bonuskäfer gibt's, die vom Abwasserkanal hoch pro Welle kommen. Sind in the windows of one of the appear. Okay, 6 bugs have crawled to the windows. All 6 bugs will be gone. The controller button will be. Is it any flower pots? Then the crawler will be chew up to the layer near the building. Repeat the wave at a slower level. The game ends when the creepy crawlers have grabbled up 6 layers of the building. Ah. Und die 6 Etagen hoch sind. Also hat sie quasi 6 Leben. Na dann. Wir müssen jetzt quasi mit Blumentöpfen nach Käfern schmeißen. Kommen die auch noch schief? Die Schweine! Und das ist ja schon der. Übrigens auch gewaltverherrlich. Es gibt Berichte von Kindern, die ich jetzt frei erfunden habe, die danach. Könnt ihr auch die Fenster zumachen, dann würden wir nicht reinkommen. Ha! Oder fliegen geht da am Boden, aber. Das glaube ich nicht. Außerdem komme ich ja auch durch die Kanalisation. So, 2900 Punkte. Toll, von 83. Und Decathlon, das sagt mir sogar was. Ein Sportspiel hat 10 Kampf. Ach, 10 Kampf. Abhängig davon, welche Disziplin und Sweat schwitzen. Dein Schweiß. Und Stamina. Ausdauer. Ausdauer und Geschwindigkeit. Deine werden deine Muskeln opposing. Entgegengesetzt. Entgegengesetzt zu den meisten. Oh Gott, okay, ich lese mal vor. Requirement Discipline, Sweat, Stamina and Speed with Muscles opposing Muscles.
verlangt Schweiß, Ausdauer und irgendwas. Mit Muskeln gegen Muskeln. Compete in the most celebrated games of the Olympics. Tritt an in den meist gefeierten Spielen der Olympiade. Die 10 Events, Veranstaltungen vom Decathlon. Jeder, also verdiene Punkte für jedes Event. Die höchste Punktzahl gewinnt. Genau. So, und der Decathlon ist glaube ich sogar noch antik, also echte Olympiade. Und jetzt hier nicht sowas wie Hamsterschubsen. Es gibt Weitsprung, Hochsprung, Pole Vault, was ist das denn? Stabsprung. Javelin? Speerwerfen? Ah, 100 Meter Rennen. Sprint wäre das? Shotput. Zielschießen? Hammer werfen? Okay. Oder 400 Meter Rennen, 110 Meter Hürdenlauf, Diskuswurf, 1,5 Kilometer Rennen. So viel zum Diskuswurf. Und das war's. Keine Ahnung, was Shotput sein soll. Bla bla bla, 400 Meter Race, Kugelstoßen vielleicht. Ja, also jedes Mal, wenn man eins hingekriegt hat, wird der nächste Event automatisch geladen. Jo. Und so geht es halt immer durch. Man kann auch mit dem Select-Knopf sie anscheinend einzeln auswählen. Da bin ich ja mal gespannt. Musik! Das Spiel ist so alt wie ich. Ja, was spielen wir? Ich glaube, das soll sowas wie die Olympische Runde sein, bis das IOC dahinter kam. Viel schlimmer wird's, dass wir viele Leute kennen. Ah, der gute alte Summer Games Modus. Lass dich gehen, wir haben noch einen. Ach nee, das war nur 100 Meter Lauf an sich. Ja. Du bekommst 0 Punkte. Geil. Ha, verkackt. Nächste. Du wird das jetzt so lange wiederholt, bis man aus Versehen was leistet. Das ging auf die Handgelenke damals. Und ich bin nie drauf gekommen, dass anstatt selber am Joystick zu wackeln, man ja die ganze Hülle hin und her bewegen kann und da dann wackelte. Das funktioniert hier nicht. Ah, schade. 720 Punkte. Für unsere Freunde mit dem lockeren Handgelenk. Long Jump. Weitsprung. Ich glaube, da musst du irgendwann Feuer drücken, damit du nicht durchlatscht. Oh. Scratch. 0 Punkte. Genau. Da musst du irgendwann Feuer drücken, damit du nicht durchlatscht. Immer ganz schnell nach links und rechts. Genau. Immer schön wackeln. Das perfekte Spiel für pubertierende Jungs. Die heute alle, weil sie auch in der Branche geblieben sind, so ziemlich alle eine Sehnenscheidenentzündung an der rechten Hand haben. Oder Karpaltunnel oder sowas in der Art. Wackel, 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 wackel. Decathlon. Ja, jede Disziplin einmal anspielen, muss man schon machen. Ich meine, man kann ja in aller Ruhe gepflegt versagen. Wir sind nun mal bis auf ein bisschen Fitness. Longjump, Shootput. Das würde mich jetzt mal interessieren, was das sein soll. Aber man erkennt wahrscheinlich nichts, wa? Doch, Weitstoß. Kugelstoßen. Ach, doch, Kugelstoßen. Okay. Meter. Nicht, da war ich ja echt besser. Ja, da war selbst ich besser und ich bin schon, also was die absolute Nullstück gewesen. Meter Dash, 110 Meter Hürdenlauf. Genau.
Okay, ich habe jede dritte Hürde habe ich übersprungen. Alle anderen habe ich umgerannt. Aha, keine gute Statistik. Diskus, na gucken wir doch mal. Also. Ich muss mich wieder beherrschen, jetzt eine nicht jugendfreien, aber zum Glück auch nicht audiotauglichen Witz zu machen. Zum Hürdenlauf. 20,5 Meter, naja. Ja, oh, das ist gar nicht so schön. Was ist das nochmal? Trapo-Sprung. Also Pole Vault, genau. Oh. Durchgelaufen. Nee, aber ich kam nur ungefähr 2 Meter hoch und bin dann wieder zurückgekracht. Alleine der Stab ist doch länger als 2 Meter. Hm? Ja, der Schwung reichte eben nicht aus, damit ich hochkomme. Ach so. Ah. Jailing? Achso, das ist dann hier wahrscheinlich Speerwurf. Javelin ist Speerwurf, genau. Javelin. Und dann so senkrecht in den Boden vor dir. Ja. Zack, 54,5 Meter. Geschafft. Geht. 1500 Meter, das hatten wir schon. Decathlon hatten wir. Ja, Decathlon ist alles zusammen. Meter Dash, Long Jump, Shootput hatten wir. Jo. High Jump, Diskus. Hochsprung hat es ja, glaube ich, noch nicht, oder? Doch. Okay. Das ist ja da, wo ich dann hochkam und dann wieder zurückfiel, weil der Sprung nicht reichte. Nee, hochkommen und wieder zurückfallen ist Pole Vault. Stabhochsprung. Naja. Ja, und Hochsprung ist einfach nur so. Du rennst da hin, springst hoch und überhüpfst 2 Meter oder so. Nee, das hat nicht geklappt. So, da jetzt mein Gelenk so ein bisschen ausgeleiert ist, beenden wir mal das Video an der Stelle. Die nächsten 5 Spiele kommen dann im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.